Was ist eigentlich mit dem DAX los? Die Amerikaner, die gehen nach oben und nach oben und nach oben und der DAX, der kommt irgendwie nicht aus dem Quark. Was ist da eigentlich los? Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Nikkei 2% im Plus heute Morgen. Normalerweise eine Steilvorlage für den DAX, der sich ja doch sehr stark am Nikkei orientiert. Da ist dieser Optimismus in Sachen Handelsgespräche USA, China. Nachdem die South China Morning Post gemeldet hatte, dass Xi Jinping höchstpersönlich sich dann auch noch am Freitag treffen will mit Robert Lighthizer und Steve Mnuchin. Jetzt sind so einige Dinge bekannt geworden, was die Amerikaner fordern, und es läuft auf eine relativ harte Daumenschraube hinaus, nach meiner Einschätzung, denn es ist so, dass die Amerikaner offenkundig sehr harsche Bedingungen stellen. Handelsbilanzdefizit der Amerikaner muss abgebaut werden, radikal abgebaut werden. Einige andere zentrale Punkte. Jedenfalls sollte das nicht so passieren. Dann würden automatisch und sofort die Zölle doch angehoben werden. Und die Frage ist jetzt, kann Peking dem zustimmen? Oder ist es schlichtweg so, dass das irgendwie demütigend ist für die Führung in Peking, die ja eigentlich von ihrem Bewusstsein her sagt, wir wollen einfach nur die alte Stärke wieder erreichen, die wir im Grunde fast 2000 Jahre lang hatten. Erst ab dem 19. Jahrhundert ist China ja zurückgefallen, hat sich nicht der Industrialisierung geöffnet, hat schlichtweg die Moderne verpennt und ist jetzt eben seit 1978, seit Deng Xiaoping, öffnet man sich ja. Und seitdem geht es sehr, sehr schnell nach oben. Kann man dann also, wenn man sozusagen die Hegemonialmacht des Ostens ist, der östlichen Welt ist, kann man dann im Grunde einen Kotau vor den Amerikanern machen und sagen, ja, ja, wir fressen alles, was ihr uns mit eurer Hand hier anreicht, weil wir brauchen ja unbedingt diesen Export in die USA. Ich habe dann nach wie vor meine Zweifel, die Märkte offenkundig nicht. Heute Nacht in Asien die Märkte schon nach oben, dann die Wall Street wieder weiter nach oben. Jetzt erst so in der letzten Stunde sehen wir mal einen Rücksetzer. Das sehen wir den ganzen Tag auch beim DAX. Die Frage ist, was würde das denn bedeuten, wenn es jetzt so käme, dass wirklich die Chinesen dem zustimmen würden? Und wir wollen uns mal eine sehr, sehr interessante Grafik anschauen hier, die zeigt, dass US-Aktien, hier vom Hedgefondsmanager Paulson, Leuthold Group, der gezeigt hat, dass US-amerikanische Aktien immer dann gut laufen, wenn das Handelsbilanzdefizit groß ist, der USA, und nicht so gut laufen, wenn das Handelsbilanzdefizit geringer wird. Deswegen empfiehlt Paulson, sollte es einen Deal geben zwischen den USA und China, der eben das Handelsbilanzdefizit der USA mit dem wichtigsten Handelspartner China verkleinert, dann raus aus US-Aktien und rein in andere Aktien, zum Beispiel europäische, vor allem deutsche Aktien. Das könnte dann nochmal ein spannender Punkt werden. Jedenfalls sehen wir hier, dass es offenkundig nicht schadet den US-Märkten, der Wall Street, wenn dieses Handelsbilanzdefizit groß ist, denn es bedeutet ja faktisch, dass die Amerikaner konsumieren, konsumieren, konsumieren. Und das ist dann immer ein Zeichen auch, dass man sich das leisten kann oder dass das Ausland das duldet, dass man sozusagen über seine Verhältnisse lebt. Jedenfalls ist diese Grafik nach meiner Auffassung sehr aufschlussreich. Schauen wir uns mal noch markttechnisch folgenden Chart an. Wir haben jetzt eine Erholung gesehen von 17% nach dem vorherigen Abverkauf und wir sind jetzt im Grunde hier an dieser 2009er Aufwärtstrendlinie wieder dran, durch die wir ja rausgekippt waren, hier der S&P 500. Jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Wir haben schon öfter Bärenmarkt-Rallys gesehen, wenn es denn eine Bärenmarkt-Rally ist. Inzwischen sagen viele Kommentatoren auf Finanzmarktwelt oder auf meine YouTube-Videos, ja, wir werden jetzt Allzeithochs im Dow Jones sehen. Das ist nach meiner Auffassung immer dann ein Zeichen, dass möglicherweise die Spitze bald erreicht ist, wenn solche Euphorie reinkommt, wenn solche Siegessicherheit auch der Bullen reinkommt. Jedenfalls haben wir hier immer wieder saftige Bärenmarkt-Rallys gesehen, hier etwa im Jahr 2008 13%, dann Anfang 2009 sogar 27%. Jetzt, wie gesagt, haben wir 17% und sind in einer wichtigen Linie, nämlich diesem seit 2009 bestehenden Aufwärtstrend, rangelaufen. Möglicherweise steht uns im Laufe des Jahres noch etwas bevor, denn was Sie hier sehen, das ist der VIX, die Wohler-Erwartung für die Aktien des S&P 500 in den nächsten 30 Tagen eingepreist in Optionen. Und was wir hier sehen, ist eine lupenreine inverse Schulter-Kopf-Schulter.
hier ein Wochenchart, also sehr, sehr langfristig. Und dieser Wochenchart deutet darauf hin, dass wir sozusagen ein Vola-Ereignis sehen, das den WIX über die 50er-Marke bringen kann, wenn das explodiert. Und das würde bedeuten, da kommt totale Panik rein. Wann das ist, völlig unklar, aber es könnte sich in diesem Jahr andeuten, wenn wir hier nicht unter diese Bereiche hier fallen, nämlich so etwa unter die 13er-Marke im WIX, dann wäre diese Formation nach wie vor valide. Wie auch immer, schauen wir uns mal die Charts an und gucken, was da eigentlich los ist, startend eben mit dem Nikkei, der, wie gesagt, hier massive zugelegen konnte, die asiatischen Märkte insgesamt. Man ist also in dieser Euphorie, in dieser Siegessicherheit und das hat den DAX, naja, so ein bisschen stimuliert, aber nicht so wirklich. Aktuell sind wir bei 11.178 Punkten. Wir haben es nach wie vor nicht geschafft, obwohl wir mehrere Anläufe heute hatten, auf die 11.220 Widerstandszone zu laufen, sind wir einfach nicht drüber gekommen. Da muss der DAX drüber. Ist es so, dass der möglicherweise skeptischer ist in Sachen Handelsdeal zwischen den USA und China? Ist es möglicherweise so, dass da am Freitag ja der kleine Verfall ansteht? Sind es die schwachen Daten aus der Eurozone, Industrieproduktion 4,5% gefallen im Dezember zum Vorjahresmonat, wobei vor allem Irland und Spanien sehr schwach waren, Deutschland sogar mit einem leichten Plus zum Vormonat von 0,2%, aber insgesamt zeigen doch die Daten nach wie vor stark nach unten. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an Wirecard, die heute wieder schwach ist, nachdem es heißt, dass in den USA Klagen gegen Wirecard angestrengt werden würden. Die Wirecard-Aktie, das heißt, es ist der Zockerpapier im DAX jetzt wieder unter der 100er-Marke. Schauen wir uns mal den S&P 500 an, der aktuell bei 2751 steht, damit nach wie vor über der gestern ja überwundenen 200-Tages-Linie. Aber wir waren eben auch schon mal 10 Pünktchen höher. Das ist beileibe noch kein Abverkauf, aber es ist eben so ein bisschen Luft rausgenommen worden. Sind das Gewinnmitnahmen, weil man sich sagt, naja, worauf sollen wir uns jetzt freuen? Der Deal ist für uns schon eine sichere Sache zwischen den USA und China. Trump scheint außerdem diesem eher fauligen Kompromiss aus seiner Sicht zustimmen zu müssen zwischen den Demokraten und Republikanern zur Vermeidung eines Shutdowns. Wird dann noch so durch ein paar Exekutivorders, so hört man, versuchen, weitere Gelder für die Mauer zu organisieren. Aber jedenfalls haben wir jetzt erstmal eine kleine Unterbrechung des Aufwärtsmomentums. Schauen wir uns mal den Vergleich, den längerfristigen Vergleich zwischen DAX und der S&P 500 an. Sehen wir hier unten den DAX, der seit dem Sommer 2018 so richtig auf die Mütze bekommen hat. Kurzzeitig haben dann in dem totalen Sell-off die Amerikaner den DAX eingeholt auf der Negativseite. Dann diese massive Erholung, die der DAX einfach nicht mitspielt. Und natürlich gibt es Unterschiede, Dividendenindex etc. Pardon. Aber es ist doch so, dass dieser Abstand schon sehr, sehr groß ist. Hier mal so groß war, als die Amerikaner im September Allzeithochs erreicht hatten, der DAX da schon Schwäche hatte. Wer weiß, was da los ist. Das wird eine interessante Frage sein, die wir weiter beobachten müssen. Wir sehen hier den Dow Jones, der im Hoch heute bei 25.630 Punkten war. Jetzt 100 Pünktchen drunter. Vorhin waren wir schon unter der 25.500er Marke. Wie gesagt, da ist noch nichts angebrannt, aber erstmal scheinen einige doch ein paar Chips vom Tisch zu nehmen. Wir sehen den Nasdaq bei 7.020 Punkten, 40 Punkte jetzt unter dem Hoch, das wir heute gesehen hatten. Hier dann nochmal so ein Docht nach oben in dieser Kerze. Müssen wir abwarten, was das uns zu sagen hat. Wir sehen heute Spanien relativ schwach, nachdem die regierenden Sozialisten hier eine Abstimmung verloren haben. Das deutet auf Neuwahlen hin, damit also neues Chaos in Europa nach Brexit, nach Spanien, nach Italien. Reiste die Serie nicht ab. Wir haben heute wieder Dollarstärke auf breiter Front. 1,1283 der Euro, wieder unter der 1,13er Marke. Schwache Konjunkturdaten, ein Punkt. Wir sehen auch das britische Pfund schwächer. Jetzt bei 1,2858. Theresa May will die Nerven behalten. Mal sehen, ob ihr das gelingt. Wir haben den Silberpreis bei 15,68 $, Gold bei 1312 und Crude Oil hält sich bei 54, obwohl die Lagerbestände eigentlich für die Bullen jetzt nicht so super günstig waren, die heute veröffentlicht wurden. Also, was ist los beim DAX? Das ist die große Frage. Ahnt der Böses? Ist der schlichtweg schlechter gelaunt, weil er aus Deutschland kommt? Glas halb leer, nicht halb voll. Für die Amerikaner ist derzeit alles halb voll bis total voll.
Der DAX spielt das nicht so mit. Kann er das nachholen? Warum ist er sozusagen nicht in der Lage, auch etwa Vorgaben des Nikkei umzusetzen? Das ist doch erstaunlich und wirft Fragen auf. Jedenfalls nach wie vor die Situation, wir sind maßlos überkauft, vor allem an der Wall Street, nicht beim DAX. Wir sind sehr teuer, vor allem an der Wall Street, nicht beim DAX. Der DAX ist viel günstiger. Der DAX ist eigentlich unter Bewertungskriterien viel, viel attraktiver. Wir werden sehen, ob da eine Angleichung stattfindet, die Amerikaner also nach unten müssen oder der DAX nach oben geht. Jetzt wünsche ich erstmal einen schönen Feierabend und verweise um 20 Uhr auf ein Live-Webinar, das letzte Woche schon grandios gescheitert ist wegen technischer Probleme. Jetzt aber scheint es zu gehen. Würde mich freuen, wenn Sie da dabei sind bei Finanzmarktwelt. Finden Sie den Link in einem gesonderten Artikel. Ich werde ihn auch unter das YouTube-Video posten und wünsche jetzt erstmal einen schönen Feierabend. Würde mich freuen, wenn wir uns dann um 20 Uhr sehen. Meine Damen und Herren, bis dann, ciao.